Preiswerte Gamekeys, Gamecards und vieles mehr findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 6. Folge von Gaudino gibt Gummi und ihr seht schon im Hintergrund, ja, nach langer, langer Zeit dürfen wir also endlich mal wieder ein kleines Upgrade vornehmen und zwar Levin Öztunali von Bayer 04 Leverkusen kommt mit rein in die Truppe. 62er Gesamtstärke, 67er Tempo, 68er Dribbling plus ein 63er Pass, 58 in der Defensive, 56 in der Füße. Ist, denke ich mal, richtig gute Werte für einen Bronzespieler. Noch dazu 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialbewegung bei Mittel-Mittel. Arbeitsrate. So, ihr seht's auch oben rechts, gekauft für 3000 Münzen, sprich der Jackpot ist jetzt bei uns bei genau 2000 Coins, die wir noch übrig haben. Und damit, ja, würde ich sagen, quatschen wir gar nicht lange drum rum. Ihr merkt heute, was ein Start in die Folge. Richtig, richtig reingepfeffert, Freunde. Richtig gleich von Beginn an mit Infos zugetextet, denn ich bin richtig heiß, ich will das nächste Spiel spielen. Und wie gesagt, wir durften heute auch mal seit langem wieder ein Upgrade vornehmen. Haben wir im letzten Part Gott sei Dank gewonnen durch Gaudino. Kurz vor Schluss macht er die Bude und damit haben wir jetzt den 4. Spieler aus der Fußball-Bundesliga drin, ne? Sliskovic, Seke, Gaudino und jetzt hat auch noch Öztunali. Es gab übrigens wieder extrem viele Vorschläge, von dem her auch ein dickes, fettes Dankeschön wieder an euch für die ganzen, ja, Vorschläge, die ihr mir da gebracht habt. Unter anderem ein Sar war dabei, ein Marian Sar von Dortmund halt. Ein Amini war mit am Start, ein Bolli war noch mit am Start, der schnellste Spieler in FIFA 15 Ultimate Team, den man so kriegen kann. Von dem her, da werden wir sicherlich noch den ein oder anderen hier mit einbauen in das Team, aber ich habe mich jetzt erstmal hier für Öztunali entschieden, damit wir einen auf der 6 haben, der dann ganz gut hier harmoniert, ne, von der Chemie. Ich meine, den linken oder rechten Mittelfeldspieler hätte nicht so ganz gepasst, weil ich wollte einen, der noch einen richtig guten Link zu Gaudino kriegt. Der kommt jetzt auf eine 10er Chemie. Das ist, denke ich mal, richtig genial. Der Beste momentan bei uns. Also der fühlt sich jetzt da pudelwohl drin in seinem Team. Und von dem her würde ich sagen, quatschen wir, wie gesagt, gar nicht lange drum rum. Wir stehen im Viertelfinale des Bronzepokals, den wir jetzt natürlich spielen wollen zusammen. Und wo wir hoffentlich wieder in die nächste Runde einziehen. Das ist das ganz, ganz große Ziel. Ich guck mal schnell rein, ob die Truppe soweit fit ist. Einigermaßen. Also das muss ich noch mitnehmen, weil so viele Fitnesskarten habe ich nicht. Also kann jetzt da nicht wie in FIFA 14 am Ende, auch wenn einer eine 99 hat, eine 98 hat, noch schnell eine Fitnesskarte drauf und so ungefähr. Da müssen wir ja jetzt so ein klein wenig sparsamer umgehen. Aber halb so wild. Ich bin mal gespannt, auf wen wir treffen. Und ich will noch ein bisschen, ein klein wenig Eigenwerbung betreiben, wenn ich denn darf, Freunde. Darf ich? Denn, und zwar, ich habe ja den Drittkanal, den Badeschlappen-TV-Kanal. Da geht's los. Entweder ist es schon losgegangen, wenn die Folge rauskommt, oder es geht demnächst los. Also es dauert auf jeden Fall nicht mehr lange, bis da das erste Video erscheint. Für alle, die jetzt sich denken, was ist Badeschlappen-TV? Ich habe mir den Kanal aufgemacht vor langer, langer Zeit, um mir erstens mal so ein bisschen die Rechte zu sichern, falls ich später da mal was machen will in die Richtung. Und zwar möchte ich mich einfach ein bisschen mehr, paar mehr Real-Life-Sachen zeigen. Sprich, will, dass ihr mich so ein bisschen auch hinter der Kulisse kennenlernt. Sprich, ich werde vielleicht ein bisschen zeigen, wie ich schneide. Keine Ahnung, wie ich im Real-Life irgendwo unterwegs bin. Sprich, wenn ich mir denke, heute ist irgendwas Cooles, dann nehme ich euch einfach mal mit und so weiter und so fort. Das Ganze wird aber nicht so mega regelmäßig kommen, weil es zeitlich doch sehr knapp ist. Aber ab und zu wird es da dann doch das ein oder andere Video geben. Von dem her könnt ihr da auf jeden Fall mal gerne vorbeischauen. Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. So, wir gucken mal rein. Suche Gegner. Anscheinend klappt das noch nicht. Von dem her würde ich sagen, doch, jetzt klappt's. Ich wollte gerade sagen, nehme ich euch mit rein. Sehen wir uns wieder, wenn ich einen gefunden habe. Nix da. Von wegen. Da ist er nämlich schon. Unser Kollege Bobby Team heißt das Ding, gegen den wir heute spielen. 62er Bewertung, 90er Chemie, also der sieht richtig gut aus. Mit lauter Spaniern, die er da mit am Start hat, nicht schlecht. Wieso kommt der denn nur auf eine 90er Chemie mit nur Spaniern? Ist das so? Kann der das so noch verhunzen? Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall wollen wir gewinnen. Gehen wir das Ganze an mit Sliskovic, Gaudino, Seke und jetzt auch Öztunali, der gerade hier am Ball war. Spieler, die wir ja momentan tauschen dürfen, sind 0, weil wir gerade das Ganze erst gemacht haben. Und jetzt Gaudino. Dino, oh mein Gottes Willen, Freunde, der Ball geht einfach mal in die Wolken. Übrigens noch die Info, Gaudino natürlich bei 4 Toren, bei denen er momentan steht. Leider Gottes noch keine Vorlage in den bisherigen 5 Spielen, die wir gemacht haben. Da wird es mal langsam Zeit. Und einmal ist er Man of the Match geworden, das zuletzt. Aber das führen wir ja gar nicht immer so mit in der Statistik auf. Das ist dann nur für die Anzahl an Coins, die wir kriegen, ein klein wenig wichtig. So, Ballverlust, aber Vorteil erstmal abgepfiffen vom Schiedsrichter. Gibt da den Freistoß. Von dem her passt das. Hab gerade auch ein bisschen Karrieremodus aufgenommen, sprich, bin mal gespannt, inwieweit ich jetzt da umschalten kann und reinkomme. Noch dazu, weil er ja das bessere Team hat, eine bessere Chemie, bessere Gesamtstärke. Aber das kriegen wir schon gebacken. Ich will heute nicht schon wieder verlieren. Was heißt schon wieder? Letzten Part, wie gesagt, gewonnen, aber davor sah es ja nicht ganz so toll aus, die anderen beiden Parts. Das muss heute nicht schon wieder sein. Schade. Jetzt komm. Oh, schade. Kriegt er wieder nicht ganz rum, aber es gibt den nächsten gelben Karton. Oriol jetzt da hinten. Also, der kloppt ganz schön rein. Oder belässt das nochmal bei der Mahnung der Schiedsrichter? Ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen hier. Oriol, 8. Minute, 2. gelbe Karte. Mein Lieber, du, der alte Holzhacker hier. Unser Gegner. So, da ist er, Gaudino.
Wird wieder gefoult. Ja, sag einmal, was ist denn das für ein Spiel? Jetzt gibt er wieder gelb. Das wäre krass. Das wäre richtig krass jetzt. Wenn er da wieder den gelben Karton zückt, aber ich glaube nicht. So, Gaudino steht bereit. Freistoß, Tor, Fragezeichen. Ich kann ja eigentlich keine Freistöße schießen. Aber wir können es ja mal probieren. Gaudino. Gaudino! Und er ist drin. Ja, gibt's denn das? Alter Schwede, 10. Minute, Gianluca Gaudino, ich werd bekloppt. 5. Treffer von ihm, ich ganz ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass der reingegangen ist, richtig nice. Schlappi kann keine Freistöße und dann kommt er hier, der Gianluca Gaudino, er macht die Bude, sein 5. Treffer und damit der Jackpot plus 2000, sprich, er steht bei genau 4000 Coins jetzt und einen Spieler, den wir schon mal upgraden dürfen, sollten wir denn gewinnen. So, aufgepasst, Gaudino, richtig geil, ich möchte es nochmal von hinten sehen, bitte. Oi, 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 Alter, der hat genau gesessen. Jetzt hier. Der hat einfach mal... So, oh, der war noch abgefälscht sogar ganz leicht. Oh, shit, Freunde. Alter Lutz. Bin ja keiner, der sich die Wiederholungen immer ewig anschaut, aber das musste jetzt sein. Alter Schwede. Nicht schlecht. So, nächste Chance. Sliskovic. Sliskovic. Ja, gibt's denn das an die Latte? Was ist das für ein Spiel? Erst gibt's in 10 Minuten 3 Gelbe so ungefähr. Und dann innerhalb von wenigen Sekunden Gaudino Freistoßtor und ein Sliskovic Lattenkracher. Richtig krass. Aber wir müssen aufpassen, dürfen jetzt da nicht zu sehr ausrasten, denn das Spiel ist erstens noch lange nicht vorbei und zum zweiten auch noch lange nicht entschieden. Es gibt hier noch ganz, ganz viel zu tun. Seelke, guter Ball. Sliskovic läuft. Sliskovic kriegt ihn nicht. Ganz unten Guerrero sieht. Ist es Gaudino? Ist Whelpdale? Whelpdale, boah. Bricht er auch noch was durch. Alter, habe ich gerade Bock auf Ultimate Team. Und den haben wir wieder. Schade. Öztunali. Komm schon, Junge. Hol ihn dir wieder. Der Leverkusener heute mit seinem ersten Spiel wird da gleich mal schön abgeräumt. Allerdings kein Foul. Und Obeng passt auf. Seke, Gaudino. Oh, komm nicht an. Armando. Übrigens, weil ich es jetzt häufiger gelesen habe, beziehungsweise ihr mir auch Nachrichten geschrieben habt. Ja, ich sag schon Seke. Vielleicht kam das ab und zu. Vielleicht habe ich es mal immer zu schnell gesagt, weil ich ja doch einer bin, der schnell redet. Dass es dann wie Seke geklungen hat. Aber ich meinte schon Seke, gell, Freunde? So, Guerrero vorbei am ersten. Doppelpass, wunderbar gespielt. Guerrero, schön. Geht doch nochmal außen vorbei, macht er gut. Guerrero mit der Flanke. Sliskovic kommt nicht ran und hinten Whelpdale. Ball geht leider ins Aus. Aber das sieht nach richtig gutem Fußball aus mittlerweile. Das sieht richtig stark aus. So, Freunde, jetzt probieren wir mal was. Jetzt hole ich den nämlich kurz. Legt ihn aber zurück auf Whelpdale. Und Whelpdale macht den rein. Das ist ja unfassbar. 22. Minute. Es funktioniert auf einmal. So gut wie alles. Alter Lutz. Also das ist eine Eckenvariante. Die habe ich schon im Karrieremodus vorhin probiert. Die muss man sich merken. Die klappt echt ganz gut. Also probiert das mal aus und gebt mir Feedback, ob das bei euch auch so klappt. Da musst ihr aber immer gucken erst. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Müsst ihr erst immer gucken, ob so ein Gegenspieler noch mit dabei steht, den ihr wegziehen könnt. Ne? Wie jetzt gerade. Vielleicht ergibt sich später nochmal die Chance. Aber das ist schon richtig krass. Nicht schlecht. Erst so ein mega Freistoßding. Und dann nochmal so ein etwas... Ja, ein Schuss aus einer etwas weiteren Entfernung. Zum 2:0. Richtig nice. Sliskovic. Seke. Wieder Sliskovic. Sliskovic. Sliskovic abgefälscht. Gibt die Ecke. So, das können wir jetzt nochmal probieren. Jetzt passt auf. Wenn der denn noch so dasteht. Ja, jetzt könnte es wieder klappen. Denn, wenn ich jetzt wieder den Spieler herhole, dann geht der automatisch mit. Oh, jetzt gar nicht so. Doch, geht er auch mit. Und dann kann ich den nach hinten wieder spielen. Und dann ist es wieder Whelpdale. Und dann ist er... Oh, diesmal nicht drin. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir den jetzt auch noch gemacht hätten, hätte der Gegner abgebrochen, oder? Unfassbar. 6:0 Schüsse nach 28 Minuten. Spiel, Spaß pur heute. Richtig, richtig genial im 6. Part von Gaudino. Gibt Gummi, Freunde. Und er gibt richtig Gummi. Vor allem mit dem Freistoß. Richtig stark. So, Grietscher geht leider Gottes ins Leere. Velasco. Das Ding haben wir gerochen. Den haben wir. Wunderbar. Guerrero. Oh, Seke kriegt ihn. Seelke, versucht's mit dem Lupfer, dauert ein bisschen zu lang, schade. Gute Möglichkeit, das Spiel jetzt schon fast nach einer halben Stunde endgültig zu entscheiden. Aber bleibt erstmal beim 2:0, auch in Ordnung. Riera, durchgesteckt, kriegen wir. Können wir sogar rausspielen. Über Björnqvist, Seelke, Gaudino. Ich glaube abseits, oh, schade. Klein wenig zu früh gestartet, der kleine Mann vom FC Bayern. Dann steht's hier vielleicht 3:0. Armando. Kriegen wir den? Jawohl. Digier Rolamo oder so. Oh shit. Das war jetzt, glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich, was ich davor habe. Hat er erstmal gut aufgepasst. So, den klären wir erstmal hoch und weit nach vorne. Seke
kriegt den sogar, köpft ihn allerdings genau in die Füße und holt ihn sich dann fast wieder. Schade. Gaudino läuft über den Ball drüber. Grätsche geht auch noch ins Leere. Und dann sind wir wieder nicht dazwischen. Freunde, hin jetzt. Und dann gibt es den Freistoß. Ja, war ein Foul, ganz klar. 38. Minute. Mikel Iribas, will er das nachmachen, was wir vorhin mit Gaudino geschafft haben? Anscheinend schon, aber er kriegt es nicht hin. Wobei ich ja echt keiner bin, der gut Freistöße schießen kann. Ne? Aber der hat so gesessen. Vor allem, der war echt ziemlich genau in die Gabel. Wie gesagt, noch leicht abgefälscht. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Aber an sich ein richtig schönes Ding. Guerrero auf Selke. Komm nicht ganz ran. Mikel Iribas. Gegner wird so ein bisschen stärker, weil wir auch ein bisschen den Gang runterschalten. Will ich eigentlich gar nicht, aber da müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen gegen ankämpfen. Schlechtes Ding. Velasco dazwischen. Gaudino super gemacht. Selke. Dauert zu lang. Oh, dann haben wir ihn wieder. Ganz oben vielleicht mal. Schöner Ball auf Guerrero. Guerrero mit dem Flachen in die Mitte. Der ist ja so überbewertet. Das habe ich ja schon mal gesagt. Im Livestream auch und in der Karriere in irgendeiner Folge. Also das müsst ihr probieren. Dieser flache, schnelle Pass in die Mitte, der geht so dermaßen ab einfach nur. Oder auch der Mittel, also der hohe, aber auch schnelle. Ne? Nicht die normale Flanke halt, sondern Doppel-X, Dreifach-X. Das ist so krass, finde ich. Da gehen so viele Dinger rein. Unfassbar. So, V-Spiel hier. Gibt den Freistoß. 5 Minuten Nachspielzeit gibt's hier in der ersten Hälfte der 6. Folge von Gaudino gibt Gummi. Und es sieht, wie gesagt, richtig gut aus. Sliskovic immer noch am Ball. Sliskovic geblockt. Rübergelegt. Öztunali. Oh! Knappes Ding. Hat auch nicht allzu viel gefehlt. Dass er den da reinkriegt, dann steht es 3-0 zur Halbzeit und dann ist es, glaube ich, echt durch. Aber gut, so bleibt es noch ein klein wenig spannend. Und jetzt ist erstmal Halbzeit. Also, gehen wir rein. 2-0, 9 Schüsse, 5 aufs Tor, 53% Ballbesitz. Ich denke, absolut verdient, wie wir da kicken. Das sieht soweit ganz, ganz stark aus. Und bei uns sieht es allgemein gut aus jetzt, oder? Freunde, das wäre das Viertelfinale, beziehungsweise das Halbfinale, das wir erreichen mit dem Sieg. Da wäre ich richtig zufrieden. Und dann sind wir so langsam wieder in der Spur. Dann wäre es der 2. Sieg in Folge. Dann können wir die anderen beiden Partien zuletzt erstmal so ein klein wenig abhaken. So, Selke, gut gemacht. Oh, und dann beschleunigt aber leider nicht schnell genug. Kommt dann nicht wirklich raus. Und der Gegner macht schlecht. Gaudino hat das gerochen, kommt aber nicht ran, weil er zu kleine Beine hat. Der Mann vom FC Bayern. Und Benja. Jankovic, Selke, Sliskovic. Oh, Sliskovic kriegt er den nochmal. Leider nicht. Oh, ich habe gedacht, dass er den in die Mitte spielt, aber kommt trotzdem nicht ganz hin. Gut gemacht, gute Grätsche. Und jetzt haben wir ihn, Whelpdale. Schön. Kommt noch eins in die Mitte. Jawohl, Selke, Gaudino. Oh, war das wieder fein gespielt. Und Selke, um Gottes Willen, kriegt ihn nicht unter. Keeper mit einer kleinen Fauxpas da hinten. Der Ruben. Kann ihn aber noch gerade so ausbügeln. Ich glaube, da konnte er nicht mal eher was dafür, unser Gegner an sich. Sondern das war irgendein FIFA-Fail. Jetzt Tunali. Kein Abseits. Bisschen zu steil. Zurückgelegt. Flanke gleich in die Mitte. Selke mit dem Kopf, aber das wird nichts. Gibt den Abschluss. Wieder. Also wir spielen heute echt schnell. Fast einen Ticken zu schnell, meiner Meinung nach. Aber es sieht soweit ganz fein aus. Da kann man, glaube ich, mal zugucken. Guter Kopfball. Öztunali kriegt den. Selke, Öztunali kriegt ihn nicht durchgesteckt. Kommt aber gleich wieder mit nach hinten. Also der ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir jetzt da auch einen haben, der gut ins Team passt und der richtig gute Defensivwerte hat. So einer wie Öztunali. Klar, es gibt immer bessere, aber was die Bronzespieler angeht, finde ich ihn Stand jetzt schon mal richtig gut und richtig wichtig. Und wie gesagt, Stand jetzt werden wir das Ding ja gewinnen. Heißt, es wird wieder ein Upgrade für die nächste Folge geben. Könnt ihr mir mal gerne reinschreiben, wen wir holen sollen in die Kommentare. Hab schon ein paar Namen im Kopf, vielleicht sind die wieder mit dabei. Ich gehe schwer von aus, wie ein Marian Saar zum Beispiel oder ein Bolli, den wir angesprochen haben. Oder auch ein Amini war mit am Start. Ein Robin Jalcin war mit am Start vom VfB Stuttgart. All solche Namen. So viele mega krass gute Bronzespieler gibt es ja auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen, was die Fußball-Bundesliga angeht. Von dem her, ja, da finden wir schon was. So, Sliskovic, Selke will den rüberlegen. Da kommt leider keiner. Gibt aber den Freistoß. Vorteil abgepfiffen. Und er macht es gleich schnell. Guerrero. Und dann war es ein bisschen zu schnell, aber Gaudino hat Bock und wieder Bock hat Unterkante der Latte. Ich werd bekloppt.
Aber mal richtig bekloppt. Wäre der krass gewesen, oder, Freunde? Da legt er den sich einfach schnell auf den anderen Fuß, zieht ab, ohne wirklich anzulaufen und dann so ein Ding. Mein lieber Gesangsverein, Selke mit der Chance jetzt. Selke und den macht da rein. Wunderbar, 3:0, 65. Minute. Es ist damit die Entscheidung, würde ich sagen. Im Bronzepokal, wir stehen im Halbfinale. Ich weiß gar nicht, war Scaudinole leider nicht mit der Vorlage. Also hat, glaube ich, immer noch keine. Man of the Match wird wahrscheinlich auch schwierig heute. Wobei er gar nicht so schlecht gespielt hat. Müssen wir mal gucken, inwieweit wir da mehr Infos dann am Ende natürlich des Spiels kriegen. So, kein Foul. Vielleicht schafft ja Gaudino heute nochmal die nächste Bude zu machen. Sliskovic. Oh, da geht der gnadenlos dazwischen, unser Gegner. Und nochmal Gaudino verliert den da leider. Kämpft aber nochmal, kommt nicht ganz hin. Jetzt Gaudino. Gaudino. Der Ball auf Selke, Selke, Selke. Oh, wieder an die Latte, Gaudino. Gibt's denn das, oder? Richtig schön. Ich liebe solche Lupfer. Ich liebe die einfach nur. Und er kommt fast rein, oder geht fast rein. Schade. Öztunali. Abgelegt. Und dann ist er nicht drin. Oh, was macht er denn? Keeper rutscht erst vorbei. Gibt die nächste Ecke die Chance, vielleicht wieder jetzt hier unsere Eckenvariante zu machen. Ne, geht leider nicht. Wir können höchstens mal den ganz lang spielen von Gaudino. Oh, und er ist zu lang. Da kommt keiner hin, gibt den Einwurf. Schade. War der echt so? War der so nah gestanden? Ich habe jetzt extra ein bisschen härter drauf gezogen. Aber halb so wild. Bei dem Spielstand, denke ich, kann man das mal probieren. Selke gut durchgechippt. Sliskovic. Zack, und er geht vorbei. Bleibt beim 3:0. Wir könnten hier echt höher führen. Wir hatten jetzt, glaube ich, schon zwei, dreimal die Latte getroffen. Und auch so noch die ein oder andere gute Chance. Aber am Ende wird es hier wohl ein 3:0 geben. Zu 0 wäre halt jetzt auch noch ganz schön, wenn wir das hinkriegen. Aber es sieht gut aus. Gegner soweit eigentlich ohne wirkliche Chance. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Gerade spreche ich es an. Aber gut. Die Situation da bereinigt. Öztunali. Gut gespielt. Ganz unten. Selke sieht. Und jetzt hat... Oh, auf Gaudino wollte ich den direkt spielen. Klappt nicht ganz. Keeper hat ihn. Ruben im Kasten hat die Kulle. Und der Kopfball hätte eigentlich auf Gaudino gesollt. Dann wollte ich mich umdrehen und lupfen. Hat auch nicht ganz funktioniert. Aber halb so wild. Dafür läuft sonst sehr, sehr viel bisher richtig bei uns. Können wir uns echt nicht beschweren. So, Gaudino kommt nicht ganz ran. Unser Gegner auch, was vielleicht so ein bisschen, was ich nicht gedacht hätte, dass er nicht abbricht, oder? Die meisten brechen doch mittlerweile ab in FIFA 15, vor allem im Pokal, wenn es mal nicht läuft. Gut, am Anfang verlierst du halt dann diesen Münzenboost, was heißt Münzenboost, diesen Multiplikator, der dann weniger wird, wenn du Spiele abbrichst. Aber ganz ehrlich, da haben früher doch auch viele drauf gekackt. Mittlerweile brechen meiner Meinung nach da fast mehr ab, von dem her umso bewundernswerter, dass das heute nicht der Fall ist. Und dann kriegt er nochmal die Chance mit Riera. Schweres Ding in den Rücken geflankt. Köpft den da noch auf die Bude oder versucht's. Kommt nicht ganz an. Wir haben noch 7 Minuten in der Partie, bis es dann vorbei ist. Am besten noch ein Tor mit Gaudino. Checkpot, wie gesagt, jetzt momentan bei 4000 Münzen. Das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich auch noch nicht mega viel. Nochmal Gaudino. Selke. Gaudino. Oh, schade. Komm nicht ganz ran. Das wäre es jetzt nochmal, oder? Oder eine Vorlage oder so. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er auch schon eine Vorlage gegeben im heutigen Part. Ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Aber werden wir, wie gesagt, jetzt dann sehen. Öztunali mit einem legendären Pass. Sliskovic. Sliskovic kommt leider nicht zum Schuss. Gibt nochmal den Einwurf. 88. Minute. Da oben kommt schon wieder Welpdale angerannt. So, ja. Da habe ich anscheinend die Wiederholungen oder diese Zwischensequenz zu schnell überspringen wollen. Und schon den Einwurf ausgeführt. Halb so wild. Jetzt Welpdale. So. So. So schön kann Fußball sein. Guerrero 4:0. 90. Minute. Wunderbar herausgespielt nach dem Einwurf. Von ganz, ganz rechts nach ganz links unten. Immer schön fast. One-Touch. Zack, zack, zack. Wunderbar. Keine Chance, irgendwie gegen anzukommen. Und damit sind wir durch. Damit stehen wir jetzt endgültig, weg. Endgültig im Halbfinale des Pokals, des Bronzepokals. Es ist noch ein Traum. Und hoffentlich gewinnen wir ihn jetzt. 2 Spiele noch, dann können wir eventuell auf ein Silberteam upgraden. Beziehungsweise so langsam unser Silberteam anfangen zu bauen. Werden wir mal gucken. Vielleicht gibt es auch nochmal die Chance für Gaudino. Guerrero, da tut keiner wirklich mit. Guerrero hat den nochmal, verliert den doch. Gibt aber nochmal den Einwurf, weil Miguel Iribas oder wie auch immer nicht wirklich gut klärt. Öztunali, Freistoß. Und dann denke ich, dürfte es das gewesen sein. Dann wird er hier abpfeifen. Und dann haben wir, wie gesagt, 4000 Münzen. Erst beim Checkpot, dann kommt noch die Frage, hat er eine Vorlage gemacht? Ist er Man of the Match? Dann wird es vielleicht noch sogar ein bisschen mehr. Wir werden sehen.
So, und jetzt ist Schluss. Also 4-0. Schluss aus, vorbei. Wir stehen im Halbfinale. Boah, da stößt es mich richtig auf von der Fanta hier. Huiuiui. Wir stehen im Halbfinale. Gaudino freut sich natürlich. Wunderbar, unter anderem die Bude gemacht. Ein richtig schönes Ding. Mit dem Freistoß reingezündet. Und dann gehen wir es an. Also, gucken wir mal rein. Ich bin gespannt. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Wie gesagt, Vorlage könnte sein. Man of the Match glaube ich ehrlich gesagt sogar eher nicht, dass er ist. Aber werden wir alles gleich erfahren. Doch! Gaudino, Man of the Match mit einer 9,3 heißt 4000 Münzen. Das muss ich mir jetzt mal schnell aufschreiben. Er hat jetzt plus 2000 wegen dem Tor und plus 3000 wegen Man of the Match. Heißt, wir stehen jetzt insgesamt bei 7000 Münzen. Außer er hat noch eine Vorlage. Hat er auch noch! Ja, nochmal plus 1500. Stehen aber 8500 Münzen, oder? 2, 4, 7, 8, 8, 5. 8500 Münzen, die wir zur Verfügung haben für einen Spieler, den wir letztendlich für den nächsten Part austauschen dürfen. Sprich, schreibt's alles in die Kommentare, welcher Spieler das letztendlich sein soll, den wir uns holen wollen. Es muss natürlich nicht gleich das ganze Budget aufgebraucht werden, das können wir uns auch erstmal sparen, aber einen Spieler, den wollen wir sicherlich holen. Vielleicht sogar einen Bolli, das würde ich mir eingehen lassen, eventuell auch einen Saar hinten in der Innenverteidigung oder wen ihr auch immer sehen wollt. Schreibt's mal rein, ich werde meinen aussuchen. Bin mal gespannt, was ihr da alles so euch gedacht habt. In dem Sinn würde ich sagen, war's das schon wieder mit dieser Folge mit dem sechsten Part von Gaudino gibt Gummi. Die Bilanz, die sieht gut aus auf diesem Kanal, auf diesem, wie sagt man? Account, so heißt, Freunde, das passt. Von dem her, genießt den Tag, macht's gut, ich bin erstmal raus. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, verpasst nix. Bis dahin, euer Badeschlappen, Servus.